Ein Lagerfeuer, Gott sei Dank. Das ist er. Das muss er sein. Ja, schön. Ich komme da nie hin. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Ja, das klingt auch nach einem Plan. Upgrades. Die drei werde ich niemals machen wahrscheinlich. Hohlspitzgeschosse. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht die Drachenfeuerpatronen für Feuerschrotkugeln. Aber ich muss zugeben, eigentlich interessiert mich das nicht so. Von jeder Quelle mit künstlicher... Ah, das ist hier Öl und so, kriegen wir mehr. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Einfach, dass wir es gemacht haben. Ich kann ja allenfalls nachher die hier Experten mal leveln. Für die Finisher Moves. Waffenupgrades. Sind da vielleicht einige vorhanden? Tatsächlich ja. Ich kann das hier craften. Mache ich auch mal. Die Schrot. Schussfrequenz. Munition. Ja, ist nett. Hier ist nichts. Aber hier. Nachlade, Schussfrequenz oder Munitionskapazität. So. Nice. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Oh, hier gibt's wieder Wandbilder. Nice. Das gefällt mir. Ich hab ein bisschen Angst, einfach nur wegen... Ich würde jetzt gerne die Schrotflinte equippen. Aber es sieht gerade echt geil aus hier mit dem... Mit dem Licht. Dieser Geruch. Oh nein. Gas. Also wieder Psychodrogen. Lebendig verbrannt. Ach so. Alter, krass. Das waren die Soldaten. Alter. Oh Gott. Schmerz. Warum nur? Kann ich... Gott. Lass mich... Bitte. Lass mich los. Nicht. Tu es! Oh, schnell! Mach das! Aufrat! Ich sage mal nicht nein zu den Der ist jetzt gerade sehr stark verbrannt. Ich tue ihm mal den Gefallen. Bin ja kein Unmensch. Wer könnte das getan haben? Ganz ehrlich, ich will es eigentlich nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Das klingt nicht menschlich. Klang. Diese Gefäße. Die Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Ich will es nicht entzünden. Ups. Hallo? Hier, danke. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder. Aber er entkräftet solche Behauptungen.
In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Okay. Ist nett. Hier komme ich aber nicht weiter. Und alles einfach nur wahllos zu zerstören, will ich auch nicht. Das sieht mir so nach einer Arena aus. Bevor ich jetzt hier dumme Dinge tue... Ach komm. Ist doch egal. Wir werden es sowieso tun. Aber vielleicht sollte ich erstmal nachschauen, welche Upgrades ich ziehen soll. Feuer wird wahrscheinlich nicht gerade helfen, wenn hier alles schon brennt. Explosion ist sicher nett. Hier ist nachgeladen. Hier auch. Und hier ist auch. Okay. Das wird sowas von in die Hose gehen. Hier ist es. Trinity, sie sind hier. Ziel erfasst. Wir können nicht auf die anderen Teams warten. Sofort angreifen! Weg vom Tor, sofort! Bestätigt. Oh. Da habe ich gerade ein bisschen gepennt. Ach ja, ist es das? Okay, das war jetzt nicht gerade viel. Da werden garantiert noch eine Menge auf uns zukommen, deswegen erstmal looten. Vorräte aufstocken. Hier drin überhaupt was angezeigt? Nee. Ich werde wahrscheinlich nochmal hier vorbei müssen, einfach nur, weil irgendwo Verstecke liegen, die ich aktuell halt nicht finden kann. Aber ich hoffe, ich habe mich so gut es geht umgesehen. Ich muss mich kurz an der Nase kratzen, hier ist. So. Ups. Das ging erstaunlich schnell.
gibt hier eine Menge Explosionsgefäße, aber ich glaube, das ist einfach nur da. Ich suche jetzt halt aktuell immer noch nach versteckten Dingen. Habe ich keinerlei Wandgemälde oder hier Textdokumente oder Relikte. Es ist halt einfach nur alles da und verbrannt. Schön ist, die legen uns gerade den Eingang frei. Sind ein paar gestorben. Oh nein, Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Nichts wie weg. Muss noch hier sein. Ausgänge sind knapp. Wir müssen das Paket zurückholen. Was ist mit diesem Ding? Haben wir sie abgehängt? Hier, hab sie gefunden! Da war ein Arm. Aua. Ach, ich kann nicht auftauchen. Stopp! Das war's. Her mit dem Atlas. Tja, wer hätte es wohl gedacht, ein Atemgerät. Unendlich lang unter Wasser bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Cool. Wir können jetzt frei unter Wasser bewegen. Jetzt können wir endlich alles, all die Nebenmissionen machen und Katakombeneingänge und was auch immer. Die Frage ist nur, was sind diese seltsamen Monster, die hier alle angreifen? Okay. Ich habe so das Gefühl. Das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Ich sehe schon. Wer auch immer die angegriffen hat, kann auf jeden Fall mit Pfeil und Schwert umgehen, so wie ich gesehen habe bis jetzt. Es muss Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Ich muss sie ins Wasser werfen. Nicht finden. Keine Ahnung, was ich damit tun kann. Wo ist eine? Ah. Ja, die Wand wäre jetzt echt nicht nötig gewesen. Ich glaube, die hat wirklich keinen großen Zweck erfüllt. Zuerst brauche ich ein Gefäß mit griechischem Feuer. Ich bin auf dem Weg. Also zumindest bin ich auf der Suche danach. Ich sehe schon. Okay. Und jetzt? Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Aha.
Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Aber es scheint zu funktionieren. Ratten geben doch Fell, habe ich gemeint. Headshot. Nein, gibt's nicht. Schade. Ich schaue mich erstmal hier ein bisschen um, wenn ich schon gerade hier hinten bin. Sie müssen hier gelagert worden sein, aber diese Behälter sind beschädigt. Ja, ich habe ja schon gefunden. Ich suche ja nur nach genau diesen Verstecken. Herausforderung? Nee. Wieso soll ich das dann tun? Das macht doch keinen Sinn. Keine Ahnung, was ich hier tue. Das andere habe ich doch geschafft. Wieso geht das jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es einfach. Hier gibt es eine Menge davon. Es wird also wohl keine Herausforderung sein. Bleibt er hier stehen oder driftet er ab? Huch. Dann halt nicht. Nur noch ein Pfeiler übrig. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Dazu muss ich aber auf die andere Seite. Daher... Oh mein Gott! Was? Was? Woher kommt dieses Feuer? Ich schaue es mir einfach mal gerne an. Cool. Hat schon was Interessantes. Aber ja, ich brauche es nicht mehr hier. Ich muss ein anderes Gefäß von der anderen Seite beschaffen, weil dort ist ja auch der eine Stützpfeiler. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, weiß ich. Ich kümmere mich drum, Lara. Kein Problem. Dazu bin ich ja da. Okay. Oh, Basislager. Cool. Wir haben immer noch keine Schnellreise, aber ein Fähigkeitspunkt, den ich erstmal einsetzen werde. Eisenhaut. Ich mach mal das hier einfach. Wegen weniger Explosion und Feuerschaden. Ist nett. Vergrößert das Zeit für Ausweichkonter. Ja, gut, das ist nett, aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Hier, Ausweichkill. Brauche ich Ausweichkonter. Ausweichkillmeister. Ich meine, es stirbt halt alles vorher. Deswegen bringt das Ausweichen halt zu wenig. Aber ja, ist nett, klar. So. Jetzt auf die andere Seite. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, weiß ich, danke.
Bevor ich jetzt aber darüber gehe, mache ich einen Cut. Wir haben schon wieder die Zeit, ne? Ein Pfeiler noch, dann sind wir nahe des Ausgangs. Ich glaube, uns wird noch einiges erwarten, bis wir dort sind. Und vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen hier hin und her rennen. Denn, könnte sein, dass wir einiges übersehen haben. Aber es ist jetzt noch nicht so ein verwinkeltes Gebiet. Das müsste eigentlich locker machbar sein. Daher, ja. Ich hoffe, es sind nicht irgendwelche fetten Statuen, die uns angreifen. Das wäre nicht so geil. Aber gut, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.